Hallo, ich bin der Buttermaker, bin 54 und bin Klemmbaustellenmesse. Und heute zeige ich euch die 5 neuen Sets, die Kada zur Initial D-Serie rausgebracht hat. Mehr dazu aber nach dem Intro. Viel Spaß! Die Sets wurden mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Brickshaus, dein Laden für Klemmbausteine in der Schweiz. Im Dezember 2021 hatte ich ja bereits mal ein Video gemacht zu den Initial D-Sets von Kada. Und zwar 13 ganze Sets, wobei nur 12 mit der offiziellen Lizenz kamen. Das 13. Set, das kam noch vor der offiziellen Lizenz raus. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt hat Kada die Lizenz aber nicht einschlafen lassen, sondern hat weitere 5 Sets auf den Markt gebracht. Da hätten wir als erstes mal die Set Nummer C55018W mit 72 Teilen, den Toyota AE86 Trueno, dann die C55017W, den Mazda RX-7 mit 66 Teilen, FD35 oder FD3S ist die Bezeichnung. Ich finde da immer unterschiedliche Bezeichnungen. Die Profis unter euch werden wissen, wie es richtig ist. Und die C55016W, ebenfalls ein Mazda RX-7 mit der Bezeichnung FC35 oder FC3S, ebenfalls mit 66 Teilen. Wenn man sich die Fahrzeuge genauer anschaut, klar, jetzt fehlen hier die Aufkleber, die das Kennzeichen, die Scheinwerfer und die Werbung darstellt. Wenn man sich die Fahrzeuge aber eben genauer anschaut, sind das noch Klemmbausteine? Ja, denn unten drunter sieht man Noppenaufnahmen und wenn man das Dach abnimmt, dann kommen ebenfalls Noppen zum Vorschein. Die Außenteile, die sind eben mit Noppen befestigt, aber es sind natürlich schon große, ziemlich große Formteile. Also hier sieht man auch die Noppenaufnahmen. Ähnlich wie es bei Airfix zum Beispiel der Fall ist. Ich blende euch dazu am Schluss auch mal ein Bild ein, damit man ungefähr so den Vergleich hat. Sind die Fahrzeuge Minifiguren kompatibel und passen Minifiguren rein? Ich würde sagen, das probieren wir einfach mal aus. Und zwar, ich habe da zufällig den Takumi Fujiwara, den Protagonisten aus dem Film, als Minifigur. Stammt allerdings von einem anderen Hersteller, von einer anderen Marke. Und den setzen wir einfach mal rein. So. Er kommt sich da schon etwas verloren drin vor. Ein Lenkrad gibt es übrigens keins. Aber er passt rein. Das Dach geht drauf. Und man sieht ihn auch von außen. Na, so. Das mit der Kamera müssen wir noch üben. Ja. Eben die Fahrzeuge. Das sind ziemlich große Formteile, aber sie haben einen bestimmten Maßstab. Der ist ungefähr so wie früher die Speed Champions Klasse oder ja, etwa 6 Noppen breit. Und sie passen perfekt auf diesen Parkplatz. Da wären wir eigentlich auch schon beim nächsten Set. Und zwar ist es der Parkplatz. Oben auf der Passstraße, auf der Passhöhe des Berg Usui. Das ist die Set Nummer C61034W, bestehend aus 909 Teilen. Ein bisschen Kleinzeug ist übrig geblieben. Und das Ganze kommt mit Beleuchtung. Es gibt verschiedene Lichtmodi, die man einschalten kann. Es gibt auch Dauerbeleuchtung. Hier befinden sich praktisch 2 Scheinwerfer, die den Parkplatz beleuchten. Und diese Leuchtreklame, die wird dementsprechend auch beleuchtet. Im unteren Bereich sollten eigentlich auch noch 2 LEDs sein. Das Problem hier ist allerdings, dieses LED-Band ist so kurz, dass die eben nicht mehr da reinpassen. Die hängen halt hinten raus. Eigentlich etwas schade, denn
Normalerweise gemäß Anleitung sollten die das Ganze hier beleuchten. Funktioniert nur leider nicht, weil das Ganze, die LEDs sind nicht an der richtigen Position. Jetzt habe ich schon das Schild abgerissen. Leuchtreklame, ja. Die besteht aus so einem riesengroßen Stickerbogen. Der passt gerade so in die Anleitung. Die Sticker sind dünn genug, dass dann auch Licht durchgeht, aber ich habe sie natürlich nicht angebracht. Im Hintergrund sieht man übrigens auch ein bisschen von dem Berg Usui oder ein anderer Berg. Man kann das Ganze auch umdrehen, das heißt, man könnte das praktisch auf der anderen Seite darstellen, aber macht natürlich wenig Sinn. Schließlich ist es ja ein Parkplatz auf dem Berg, auf der Passhöhe. Von den Teilen her kann ich sagen, das Ganze hat sich gut bauen lassen. Die Klemmkraft ist absolut top. Es gibt auch nichts mehr an den Achsen auszusetzen, so wie ich das früher öfter mal gemacht habe bei Kadersets. Absolut top. Auch hier befindet sich eine Achse drin, sodass das Ganze eben auch stabil gebaut ist. Ja, aber ich habe ja von 5 Sets gesprochen. Hier stehen nur 4. Das ändern wir doch gleich mal. Die Batteriebox ist übrigens nicht im Lieferumfang enthalten. Und zwar kommen wir zum 5. Set. Dazu baue ich ein bisschen um. Und zwar kommt er in dieser schönen bunten Schachtel. Auf der Vorderseite ist eine Tofu-Kiste abgebildet. Und zwar diese typische Tofu-Transportkiste, die der Takumi Fujiwara oder Kurzform TAK, so wie er in der Serie und auch im Film genannt wird, immer hinten in seinem Toyota mit sich rumfährt und auch dementsprechend natürlich ausliefert. Weil sein Vater produziert oder stellt Tofu her, und zwar in seinem Tofu-Shop. Im ersten Video war ja das Modular-Building von Kada zu sehen, der Tofu-Shop. Und hier drin befindet sich der Tofu-Shop als Display-Modell. Das Ganze ist allerdings nur eine Fassade, weil das richtige Modular gibt es ja bereits. Und das Ganze ist extra so gemacht, die Schachtel ist extra wirklich so gemacht, dass man das Ganze so ins Regal stellt, natürlich mit dem Auto davor, ist ja ganz klar, dass nicht im Lieferumfang enthalten ist. Aber dass man das eben ja anime-mäßig genauso dann auch darstellen kann. Das Ganze hat natürlich auch Beleuchtung. Und eben auch die verschiedenen Lichtmodi. Aber auch hier, wie ihr seht, kommen Sticker drauf. Das heißt, ihr müsst euch das also so vorstellen, hier ist eben die Beschriftung vom Tofu Shop. Es leuchtet dann auch durch. Es gibt Videos, wo man das gut sehen kann, aber ich bringe die Aufkleber natürlich nicht an. Ja, von den Teilen her, von der Klemmkraft her, gibt es absolut nichts zu meckern, nichts auszusetzen. Absolut top. Das ist die Setnummer C61033W mit 412 Teilen. Da vorne steht nochmal die Tofu-Kiste, die wir eben auch hier auf der Schachtel sehen. Und man kann es eben so ausstellen oder dann auch zusammenklappen und dann so präsentieren. Das ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Schachtel. Eben nicht nur zum Transport. In der Kiste waren übrigens die Teile. Die passt also genauso auch da rein. Und wenn man fertig ist mit Bauen, dann kann man das Ganze so präsentieren. Ja, das waren auch schon wieder alle 5 Sets. Das Video also deutlich kürzer als das erste Video zu Initial D. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Es kommen am Schluss wieder Bilder, wie immer. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis bald. Ciao.
「まがまがしく光線的に青の空へ舞いた超最新」